Tja, Motorschaden nach 150 Kilometern. Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe schon ewig kein Video mehr im Auto gestartet, also geil, endlich wieder mal. Ja, es gibt ein Problem und zwar habe ich ja im letzten Video, im letzten Käfer-Video so, habe ich den TÜV gemacht und wir haben den Käfer poliert. In der Zwischenzeit ist aber wahrscheinlich ein Käfer-Porn-Video online gekommen, wenn nicht, kommt es noch. Und da sieht man halt am Schluss, dass der Käfer auf einem Hänger steht und Fortsetzung folgt und so. Ja, ich hatte einen Motorschaden und zwar jetzt keinen gravierenden Motorschaden, also der Käfer läuft noch, aber halt nur auf drei Zylindern. Und zwar ist eine Ventilfeder gebrochen. Hier mal einen kurzen Einblender. Ja, auf jeden Fall ist eine Ventilfeder gebrochen und daher funktioniert jetzt das Einlassventil auf Zylinder 1 nicht mehr. Und naja, wir haben halt probiert, ihn noch zu starten und er ist dann auch gelaufen auf drei Zylindern, hat Mutz geklackert und so. Also es ist definitiv etwas kaputt. Ich hoffe halt nicht so extrem viel. Also wie gesagt, die Ventilfeder ist definitiv im Arsch, also gebrochen. Jetzt werde ich ihm halt wahrscheinlich alle Ventile neu machen, alle Ventilfedern neu machen, einfach damit das nicht mehr passieren kann. Ja, auf jeden Fall ist der Motor jetzt eingebaut und ich weiß nicht, was genau jetzt noch alles kaputt ist. Also es könnte jetzt ja auch sein, dass ein Stückchen Feder in den Zylinder eingeflogen ist und jetzt Zylinder und Kolben und alles kaputt ist und eventuell der Kopf auch. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, deswegen werde ich jetzt den Motor ausbauen und ja, dann sehen wir mal, was alles kaputt ist, ob Zylinder und Kolben und Zylinderkopf und alles jetzt defekt ist oder ob es nur die Ventile und die Ventilfedern sind. Im Best Case ist es halt nur das kleinste Übel und dann kann ich die Teile auch direkt morgen holen. Also heute ist Sonntag, heute kommt dieses Käfervideo mit TÜV online. Morgen ist Montag, da sollten alle diese Käfershops wieder offen haben und ich habe ja einen in der Nähe, also ich fahre eine Stunde zu einem dieser Shops hin und ja, also wenn alles passt, kann ich morgen Teile holen, dann kann ich den Motor wieder zusammenbauen und bla bla bla. Ja, also stay tuned, ich werde jetzt den Motor ausbauen, also mir erstmal Platz machen, in meiner Garage ist ja nicht wirklich viel Platz. Dann werde ich den Motor probieren zum auszubauen alleine und dann werden wir mal den Motor zerlegen und reinsehen, was jetzt alles kaputt ist. So, ich habe ihn jetzt da ganz nach vorne gestellt und ein Hoffmann Speedstar Buch als Unterlage benutzt, damit er nicht nach vorne wegrutscht, wenn ich ihn aufhebe. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt alle Kabel, alle Benzin, was weiß ich, alles abgeschlossen, also alle Kabel sind weg. Gasseil ist weg, Chokeseil ist weg, also das Zeug ist jetzt alles weg. Ich habe Öl abgelassen. Naja, jetzt werde ich ihn aufheben, Unterstellböcke runterstellen. Also ich hebe ihn so weit auf, wie es mir möglich ist. Ich glaube, ich kann 60 cm aufheben und dann werde ich ihn alleine rausheben, probieren. Jetzt ist es so, ich habe den Benzinhahn jetzt 15.000 Mal probiert, irgendwie auszustellen. Natürlich bin ich nicht hoch genug. Tja, und jetzt ist es so, der Benzinhahn ist so zu, so offen. Und so ist Reserve, also ja. Tja, jetzt ist alles weg, Heizung ist weg, Benzin ist weg, ja, es ist alles weg. Jetzt kann ich die vier Schrauben rausnehmen. Ich habe mir jetzt hier den Wagenheber untergestellt zur Sicherheit, dass er mir nicht sofort davon fliegt, der Motor. Also so einen Käfermotor ausbauen ist, denke ich mal, wirklich nicht so tragisch. Und wenn man eine Hebebühne hat, wahrscheinlich noch easier und so. Naja, jetzt werde ich ihm hinten die vier Schrauben rausdrehen und dann werde ich ihn raushieven. Also es ist, der Motor ist locker. Ich habe mir jetzt trotzdem Verstärkung geholt zum Rausheben. Alleine ist es mir doch jetzt ein bisschen zu blöd. Ja, da soll mir kurz wer helfen. Und dann ist er draußen und dann werden wir uns ansehen, was jetzt im Endeffekt kaputt ist und was nicht. So Leute, standesgemäß steht der Motor wieder auf meinem Glastisch. Jetzt sehen wir hier das Problem. Also das Ventil ist nicht verbogen. Aber die Feder ist halt komplett gebrochen. Ja, wie gesagt, das ist alles zerlegt. Das ist Sonntag. Es läuft dem Flo sein Video, also unbedingt vorbeischauen. Jo, man sieht es, denke ich, hier drinnen. Ja, ich werde dann mit einem Licht noch mal ein bisschen besser filmen. Aber es ist auf jeden Fall diese Feder kaputt. Das Ventil sieht jetzt noch nicht kaputt aus. Naja, jetzt werde ich das alles zerlegen und den Kopf runternehmen und dann schauen wir uns an, was da so los ist. Also ich muss jetzt sagen, ich habe da, wo der Motor, also wo der Käfer einging, wo er nicht mehr lief, habe ich halt dann herumgedreht und mein Kollege auch und wir haben alles probiert
Und ja, wir haben halt auf jeden Fall sofort gesehen, dass diese Feder halt kaputt ist. Also sofort, aber halt relativ schnell. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, dass die Feder vom Auslass beim Zweierzylinder auch kaputt ist. Also das tut jetzt nichts zur Sache, ich würde sowieso alle tauschen. Aber es ist recht interessant, hier fliegt auch eine der Windungen rum. Oder es ist ein Stück der anderen Feder, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klemmt da auch ein Stück Feder drin rum. Und ja, ich hatte auch beim Durchdrehen auf beiden nicht mehr wirklich Kompression, also beim 1er gar keine mehr und beim 2er nicht mehr so wirklich. Und ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, da hier eine Feder drin steckt. Weiß ich nicht, ob die von dem jetzt ist oder ob die wieder von woanders ist. Naja, sehr spannend. Best Case, es gibt keine Einschläge. Es sieht alles gut aus. Auch das Brennbild von dem, als er noch gelaufen ist, sieht echt gut aus. Also man sieht es an der Kruste, sie ist nicht extrem heftig. Also ich denke, das passt gut. Es sind nirgends Einschläge, der Kopf ist nicht gerissen, alles ist gut. Hier drinnen schwimmt jetzt natürlich alles mögliche Zeug rum. Der hat ja nicht mehr verbrannt. Also naja. Ja, alles nice. Jetzt muss ich Ersatzteile besorgen. Ich habe halt zuerst mal zerlegt und geschaut. Also der Kopf, wie gesagt, ist auch gut. Also alles gut, echt nice. Ich werde jetzt nur Ventile und neue Federn kaufen und einen neuen Motordichtsatz natürlich und dann wird wieder alles zusammengebaut. Tja Leute, für euch hat sich nicht viel getan. Ich war allerdings 2,5 Stunden unterwegs und habe jetzt die Ersatzteile geholt. Das sind jetzt neue Ventile, Ein- und Auslassventil. Das Einlassventil ist ein bisschen größer. Weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber es ist ein wenig größer. Ja, neue Federn, ein neuer Dichtsatz und einen Unterbrecher habe ich mir geholt. Jetzt ist es aber so, den richtigen Kondensator, ich wollte natürlich gleich einen Kondensator auch haben. Den richtigen Kondensator hatten die jetzt nicht. Jetzt habe ich mir woanders einen bestellt, der auch nicht passt eigentlich. Aber den werden wir jetzt halt passend machen. Ich habe in den Kommentaren vom letzten Video gelesen, dass das hier jetzt blau sein soll. Oder der ist jetzt hundertprozentig blau, habe ich gelesen. Der Unterbrecher. Das ist aber eigentlich gar nicht. Also ich denke, der wäre eigentlich noch gut. Ich werde ihn jetzt aber dennoch tauschen, denn jetzt habe ich schon alles auseinander. Und ja, wie gesagt, einen neuen Kondensator bekommt er auch. Das ist zwar nicht dieser Kondensator, aber es ist mir jetzt alles egal. Genau diesen Kondensator gibt es sowieso nicht mehr und einen richtigen Ersatz, der ist nirgendwo lieferbar. Ja, jetzt habe ich mir einfach irgendwie einen anderen bestellt. Ja, und der wird schon funktionieren. Ja, dann werde ich mir dann auch noch ranschustern. Ja, dann bekomme ich aber erst morgen. Jetzt werde ich die Ventile wieder ausbauen, also die alten Ventile und neue Ventile einschleifen. Ich denke, ich muss euch das nicht zeigen. Ich zeige es euch dann, wenn alles wieder zusammen ist, denke ich mal, was ich getan habe. So, ich bin jetzt mal wieder einen Zwischenschritt weiter und zwar sind alle Federn gebrochen, zumindest bei dem einen Zylinderkopf. Oder sie waren nicht mehr weit entfernt vom Brechen. Also die zwei zum Beispiel, die habe ich einfach abgeknickt mit der Hand, so, also mit zwei Fingern waren sie kaputt. Ja, jetzt habe ich halt natürlich gesehen, die neuen Federn sind ein wenig dicker. Also die haben ein bisschen dickere Weite. Und ja, warum genau die jetzt abgerissen sind, kann ich wirklich nicht sagen. Sie sind ankorrodiert, also sie haben Rostspuren. Aber so tragisch sieht das eigentlich alles gar nicht aus. Naja, sie sind gerissen, es hilft nicht. Ich werde die vier jetzt tauschen gegen eben die neuen. Von der Höhe her sollte es eigentlich passen. Ja, der Durchmesser sieht auch gut aus. Ups. Und die Ventile selbst werden natürlich auch getauscht. Das sind jetzt die alten. Sie sind noch gerade und eigentlich könnte man sie noch mal nehmen. Aber ich habe mir jetzt neue gekauft, also kommen neue rein. So, ich bin jetzt schon wieder ein paar Schritte weiter. Wie man sieht, die neuen Federn sind drin. Ziemlich nice. Das ist jetzt alles noch ein bisschen rostig hier oben. Auch gerade diese Töpfe, die die Federn halten. Aber ich denke, das muss jetzt halten. Also die Federn lasse ich mir noch reinreden. Aber wenn irgendwie die Töpfe oder die Kipphebel abreißen, weil sie ein bisschen korrodiert sind, dann keine Ahnung. Dann weiß ich nicht, was ich mache. Keinen Plan. Naja, so sieht's aus. Ziemlich nice. Ich werde jetzt hier oben die Dichtung noch rausmachen und die Stehbolzen für den Ansaugstutzen wieder reingeben. Jo, nice. Und dann fange ich an, das hier wieder zusammenzubauen und die andere Seite dann zu zerlegen. So, der Motor ist wieder beisammen. Also alles bis auf den Keilriemen ist wieder da. Den Keilriemen habe ich in der Garage liegen gelassen, den werde ich dann später mal einbauen. Jo, er ist wieder, wie gesagt, zusammen. Die Ventile sind eingestellt. Es ist alles eingestellt, bis auf die Zündung. Die werde ich dann unten noch einstellen. Und die Federn, man sieht's. Es sind jetzt mehrere gebrochen, also ich konnte manche mit den Fingern brechen. Und ich denke, es ist einfach Material ermüden. Das sind ziemlich alte Federn gewesen.
oder ich weiß nicht, wie alt die waren. Auf jeden Fall waren die sicher schon älter. Sie waren angerostet und dann sind sie halt gerissen. Aber es war tatsächlich nur eine Feder wirklich noch gut. Also ja, spannend. Der Kollege erklärt das jetzt, man sieht es nicht auf der Kamera. Sehr Kannst du unscharf. da eigentlich zoomen irgendwie oder so? Na. Ja, also das ist. Man sieht da das Innere, das sieht man nicht da nur. Das ist quasi das, da wo das Material noch gut war. Und Ja. das Äußere vom Bruchbild jetzt, der ist ja zur Hälfte schwarz, das ist dann alles schon korrodiert. Das sind quasi ganz kleine Mikrorisse, die was du so nicht siehst, aber die was halt einfach mit der Zeit schon entstanden sind. Und dann ist da natürlich auch das Wasser reingekommen. Und das ist da einfach, hat da einfach zum Korrodieren angefangen und dann durch die Hitze und alles natürlich. Und das ist jetzt bei Ole Bruchstein so, Ja. oder? Okay. Ja. Okay. Also haben wir den Grund gefunden. Korrosion und Mikrorisse. Aber der Kollege fragt nochmal seinen Professor, ob das stimmt. Und dann werden es wir sehen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich ihn wieder zerlegen muss. Aber jetzt ist mal fertig, hoffentlich für längere Zeit. Und ja, wie gesagt, alles eingestellt, alles gut. Jetzt bauen wir ihn ein und dann sehen wir mal, was passiert. Zur Tür. Und dann hängen wir nochmal eine Spur zurück. Oh, stopp, warte, der darf nicht weiter aufnehmen. Schauen wir dann an. Hast du bist meine Augen, gell? Ja, bist du kurz Robert, schon. Robert ist sie. Wie sind wir denn da rausgekommen, Alter? Ja, das geht schon. Ja, aber Tobi. Genau. Passt's? Ja. Aber ich kann nicht auf beide Seiten gleichzeitig schauen, das ist das Problem. Und wenn du mich nicht so jetzt auch noch dann wieder schwach. Boah. Ja, das ist gut. Ja, wir müssen jetzt mit dem ganzen Lüfter, die alles scheiße die Zündung vergasen, mit dem müssen wir vorbei. Und genau. Dann haben wir eh wieder länger Platz. Aber ich muss noch irgendwer da hinten nehmen. Ich bleibe ja. Mal nach. Was hast du? Ja, nein, halt nicht mehr. Der rutscht mir nämlich da richtig. Ich muss da so deppert beide Seiten halten. So, jetzt drehe ich das nochmal aus. Haltst du ihn da? Ich will ihn halten. Nein. Ich war eine Frage, ob du ihn haltst oder nicht. Passt dann lieber auf ihn. Ja, aber. Aber schön langsam. Ja, oder? Was? Ja. Sind wir vorbei, der Fuß. Ja, stimmt. Ja, jetzt stehen wir irgendwo an. Und das sehe ich von da oben immer, wo wir abbringen. Ja, genau, tut, wo wir erkannt haben, jetzt nicht mehr. Ah, okay. Ja, ja okay, da ist genau der Motor dazwischen. Also, aber der Fuß ist viel. Ja? So, ja, dann sind wir gleich so rein, dass die Schiffe hinten. Ja. Okay, wir stehen unten noch. Mehr. Wir müssen auf jeden Fall vier. Wir müssen vier retten. Aber das geht nicht. Was tun wir wohl lieber? Ich schau mal gleich, okay? Ja. Geht's bei dir? Ja. Ja, genau, so ein Scheiß drum stehen wir noch. Wir müssen irgendwie auf den Vierer ein wenig. So, und jetzt stellen wir hinten ein Getriebe an. Ja, ein Getriebe dran. Aber da sind wir jetzt vorbei. Ja. Ja, jetzt stellen wir von der Fläche okay. Da. Ja, jetzt müssen wir aber nicht mehr weit auf. Oder? Ja, da fällt es nicht mehr 5 cm oder was sind das? Ja. So, jetzt wird das Getriebe nicht passen, oder? Ja, nein, wir müssen noch. Ich stehe irgendwo an, wir müssen ein bisschen zu mir. Zu dir? Glaube ich. Ich muss nicht auf. Ja, wir haben das Getriebe noch nicht getroffen. Okay. Ja. Wie viel fällt es noch?
Also, jetzt geht es auch um die Lichter, die müssen treffen. Da muss ich bei mir noch mindestens 120 Jahre. Ich hab probiert. In den Ring. Ich muss drauf rein. No. Ja, genau. So, jetzt passt es schon. Also, zu mir wissen. So, wir sind nicht am Lacker gestanden. Jawohl. Ja Leute, der Motor läuft. Ich habe es geschafft, es ist alles gut. Aber er hat noch ein bisschen hohes Standgas. Das muss ich noch ein bisschen einstellen, sonst ist alles gut. Ich habe den Verteilerfinger gebrochen beim wieder zusammenbauen. Jetzt ist mittlerweile ein neuer drin. Der neue Kondensator, der eigentlich nicht passt, funktioniert auch. Er springt auch an, wenn es kalt ist. Also wenn er warm ist, springt er auch an. Also ist alles gut. Ja, ich denke, das war's. Jetzt werden ein paar Kilometer gefahren, um zu schauen, ob alles gut ist. Also ich bin jetzt gerade so ungefähr 25 Kilometer gefahren und es hat alles funktioniert. Also habe ich mal den Verdacht, dass es passt, aber wer weiß, vielleicht kommt der nächste Motorschaden schon bald auf uns zu. Wir werden sehen. Auf jeden Fall passt jetzt alles und es ist alles gut. Ja,